Im Dialog Stücklisten löschen können bei Verwendung der Stücklistenkalkulation an dieser Stelle Stücklisten für die Lohngruppen und für den Materialstamm gelöscht werden. Dies ist möglich komplett oder durch Auswahl auf Lohngruppen bzw. Materialstamm beschränkt. Nach Löschen der Stücklisten gibt es die Möglichkeit, auf Positionsebene mit Einheitspreisen zu kalkulieren. Das Löschen kann innerhalb der im Moment geöffneten Gruppe erfolgen, für das aktuelle Gewerk oder auch für alle Gewerke. Neben dem Löschen der Lohnstücklisten gibt es auch die Möglichkeit, die Preisermittlung über die Stücklisten nur inaktiv zu schalten, ohne die zu löschen.